So, meine lieben Freunde, gehen wir auf die Jagd nach Ghulen. Seite ist niemand Außergewöhnlicheres als ein Wachbot und ein Spieler mit dem Level 120. Da können wir ja mit unserem Level 35 mal gucken, sind wir? Was sind wir denn gerade? Machen wir erstmal ein paar Skill-Karten auf. Nein, den lese ich nicht vor. Den lese ich gar nicht erst vor. Ah, ist egal. So. Okay. So, wir haben 10 Stärke, 7, 2 Charisma haben wir noch ein bisschen wenig. Allerdings habe ich herausgefunden, dass wir hier in der Wahrnehmung da kriegen wir einen guten Perk, dass wir mehr Schaden machen. Aber Rüstmeister wäre auch nicht schlecht, langsam. Die ganz kann man jetzt auch mal holen. Da ist der Rüstmeister, ich glaube. Wir wollen also in Intelligenz weiter skillen. So, wir haben entweder den Rüstmeister, dann können wir endlich mal wieder... Was sind die Rüstungsmods? Haben wir auch Waffenmods? Munition wiegt weniger, naja. Camps brauchen wir nicht. Den Waffenschmied brauchen wir, der war's. Waffenschmied ist das, was wir ganz dringend brauchen. Da haben wir auch schon 2 von. So, müssen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir hier. Lass uns hier mal... Waffenschmied wollten wir sein. Wir haben sogar 3. Okay. Wiederverwerter. Brauchen wir auch. Da haben wir 3. Den wollten wir. 4. 5. 6, 7, 8. Die Strahlung, die Strahlung. Mein Fehler. 3. Ah, da müssen wir ausrüsten, wenn wir soweit sind. Okay, alles klar. 6, 7, 8. Dann nehmen wir erstmal den hier. Den nehmen wir nicht. Den nehmen wir. Okay, aber wir können herstellen, weil wir die Karten haben. Alles klar. Da ist auch die Frage, was ist eigentlich einfacher? Also ist es tatsächlich einfacher, das irgendwann mal zu skillen und dann hat man das, so wie das im letzten Fallout-Teil war? Oder ist es vielleicht tatsächlich praktischer, dass man diese Karten hat und auch austauschen kann? Also entweder, wenn ich rumlaufe, benutze ich diese Karten und wenn ich halt nicht rumlaufe und wenn ich an der Werkbank stehe, dann brauche ich die anderen.
interessante Frage. So, und ab hier können wir Golfergude treffen. Dann schauen wir noch mal. Ja, wahrscheinlich treffen die uns. Sollen. Wie gesagt, habe ich ein ganz mieses Gefühl dabei. Und das nächste meiner zwei Probleme ist, wir haben gerade keine Sniper-Waffe. Die wilden Golfergude auch auf dem wilden Golfplatz sind. Ein Blick auf die Karte. Ah, die sind hier überall. Okay. Beziehungsweise nirgendwo. Eine bewährte Taktik ist, sich auf einigermaßen schmalen Straßen zu bewegen, dass die gezwungen sind, hintereinander zu laufen. Denn sobald die einen auch nur irgendwie von allen Seiten kriegen, hast du keine Chance. Ein Blick auf unseren Fusionskern sagt mir, dass wir da auch nur noch einen haben. Das ist die Frage, wie geladen der ist. Das heißt, erst wenn wir wollten, wir können gar nicht die ganze Zeit mit der Power-Rüstung rumlaufen. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Hallo? Leuchtendes Fleisch nehmen wir mal mit. So, vielleicht hier im Poolbereich. Nicht, da ist einer. Also da ist der Chef. So, eine Schatzkarte. Ein Frosch. Ja, das ist ja schön. Jetzt haben wir quasi den kleinen König erwischt. Aber das ist kein Golfergul. Verstehe, da waren sie wieder, unsere zwei Probleme. Das
Das wird also auch wieder eine der Folge. Also auch wieder so eine Folge, in der man leider ein bisschen rumschnibbeln muss, die also nicht in einem Stück gedreht wird. Gucken wir noch mal da oben. Ich habe die Blumen treten. Das wird's Ärger. Und Läufer gut. Bist du nicht? Bist du ein Golfer? Kumpel und Golfer gut? So gar nicht, ne? Dann brauchen wir einen Schlüssel. Na toll, jetzt haben wir Gude gefunden, aber keine Golfergude. Bist du ein Golfergude? Auch nicht. Du bist ein Legendärer. Na du? Also die Taktik, dass die hintereinander sein müssen, die funktioniert. Und wir bekommen hier auch wirklich gute neue Rüstungsgegenstände. Wenn es jetzt hier noch wilde Golferkuhle geben würde, dann wäre alles gut. Eine Herrin der Mysterien? Ja, eine junge Frau. Was wir ja auch schon hatten, dass ich habe ihn Evan genannt, also dass Evan, der auch nur ein einfacher Verbrannter war. Ja. Pass mal auf. Ich mache mich mal eben auf die Suche nach ein paar Ghoulen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kleiner Moment. So, hallo, da bin ich wieder beim White Spring Golf Club. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das hier zusammenschneide, aber ich habe jetzt mal gewartet, bis alle Menschlein groß und klein, jung und alt im Bett sind und habe mich nochmal nachts um eins an die PlayStation gehockt und ich hoffe, dass wir jetzt die Ghule finden. Hab mich vorher vergewissert, dass hier kein anderer Spieler ist. Also vielleicht haben wir auch Glück und die Gute sind nicht irgendwie über Level 60 hinaus. Machen wir uns mal auf die Suche. So, Gute sind da. Jede Menge sogar. Und siehe da, sie sind alle so Level 20. Okay, das sind deutlich viele. Eieiei, nicht alle auf einmal, Jungs, nicht alle auf einmal. Das sind Picks.
So, ich stelle mal vor, dass wir alle so Level 60 Bude. Das wäre ein kurzes Internet geworden. Ich bin sehr verzweifelt, gerade die R2-Taste um zuzuschlagen. Ich glaube, das hört. So, du noch und du noch und du noch und du auch noch. Und der sollte nur ablenken, das ist ja gemein. So. Bin auch mittlerweile einen Schritt weiter und nehme nicht mehr alles mit, auch nicht mehr Munition. Heute war der Tag, an dem ich mir gedacht habe, eigentlich könntest du ja auch mal die ganze Munition verkaufen. Ging nicht. Und Munition verwerten ging auch nicht. Und dann ist dann der Chef. Ich denke, der kommt gleich. So. Kronkorken, nehmen wir mit. Sonst gerne nehmen wir mit. Ziemlich sicher, dass er gleich kommt. Na, wo ist er? Das Pirschers Rohrzange können wir mitnehmen. Boah, klingt nett. Können wir vielleicht noch ein bisschen scalen. So, das waren jetzt eine Menge Gude, aber siehe da, töte ungebärdige wilde Golfergule im Whitespring 0 von 10. Ernüchternd. So, hat der noch was dabei? Eine Red Explodent. Okay, das nehme ich noch mit. Kronkorken. By the way, ansonsten brauchen wir da nichts. So, wir haben den schwarzen Diamanten, mit dem wir gerade kämpfen. Ich habe mir auch zwischendurch wieder ein Scharfschützengewehr gebaut. Ich glaube, ich habe für dich gerade noch gesagt, ich habe keins. Und wir haben noch 8 Splittergranaten. Die müssen reichen. Na, Jeff. Du merkst, ich drücke es, aber es funktioniert nicht. Okay, da nicht. Nee, ist nur eine Zeitung. Ich dachte, das wäre ein Comic, was wir mitnehmen können. So, hallo Ghoul. Mit 22 sind wir mittlerweile nicht mehr so das große Problem. Auch nicht, wenn sie legendär sind. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Aber hier drin gibt es keine Golfergule. Okay. Lass mich nochmal auf die Karte gucken. Eigentlich sind wir mittendrin. Nee, das wollte ich nicht. Ein Fröschlein. Eigentlich habe ich es nicht auf die Frösche abgesehen, aber ich wollte einmal kurz was ausprobieren. Du musst leider für die Wissenschaft, tut mir leid. Leuchtendes Blutpaket tatsächlich in diesen Fröschen. Also ist in diesen Fröschen wohl manchmal auch nukleares Material zu finden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn nicht, schreib es mir bitte in die Kommentare, dann nehme ich das zurück. So, wie weit können wir da noch runtergehen? Ein bisschen noch. Also was ich ja schon eigentlich mal gesagt habe, eigentlich vermute ich ja einen Golfer-Ghoul auch auf dem Golfplatz. Ich habe nur keinen gesehen. So, Golfplatz.
Manchmal hilft es ja noch. Hier, du siehst auch, wir sind alleine. Diesmal sind keine anderen Spieler hier unterwegs. So, lass uns noch mal. Da steht einfach nur Töte Golfer. Sind wir auch schon wieder aus dem Bereich raus? Hallöchen! Ich dachte, ich kann ihm helfen. Gut, dann nicht. Tja. Das ist jetzt wieder einer dieser Momente, an dem man ja doch geneigt ist, einmal sich vor das Tablet oder vor den Rechner zu schmeißen und nochmal nachzufragen, was muss ich eigentlich machen. Aber wir sind im richtigen Bereich. Schau mal unten, also die Karte zeigt an, wir sind genau da, wo wir sein müssen. Genug Gute sind ja gerade rumgelaufen, aber halt die falschen. Da sind nur die Frösche. Seltsam. Nächstes darauf gehen. Auch da gibt es Kuhle. Ich meine, das ist alles schön, das gibt XPs und so, aber das bringt uns ja doch nicht wirklich weiter. Dieser Plünderer gut. Da haben wir auch keinen Schlüssel für, oder? Nee. Muss ich zugeben, eine Questreihe, die ich nicht so ganz verstehe. Wirklich die Hoffnung, dass ich jetzt nachts nochmal herkomme. Oh, du hast einen Wecker dabei. Wecker gleich nukleares Material, haben wir ja gelernt. Lieber zu viel als zu wenig davon haben. Also ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wenn ich hier abends nochmal hinkomme und kein anderer Spieler da ist, wie gesagt, dass die Gegner dann ein bisschen einfacher sind. Das sind sie. Und dass ich eventuell dann auch Glück habe und im schlimmsten Fall will ja vielleicht jeder gerade diese Questreihe machen. Du hast einen Boxhandschuh dabei. Glaube ich nicht. Und also das kann ja auch mal passieren. Also da nochmal der Querverweis. Ich habe nicht so viele Online-MMOs gespielt, aber sowas wie World of Warcraft, wenn du da... Keine Ahnung, du musstest diese Eberrippchen machen und dir musstest irgendwelche Eber jagen und fünf andere Spieler wollten das auch gerade machen. Dann hattest du ernsthaft ein Problem, weil da gab es nicht diese Tiere, da musstest du warten, bis die wieder irgendwo da gespawnt sind. Aber das ist ja nicht das Problem hier eigentlich, oder? So, ein Ghoul. Was bist du? Ein plünderer Ghoul. Muss lesen, was ihr seid. Wieder eine Stufe mehr.
hatten wir ja genug automatisiert auf Level 32. Ah, okay. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ein Spieler ist in der Nähe. Muss ich gleich mal gucken. Oder die sind vielleicht im schlimmsten Fall auch immer schon. Und auch wenn ich es mittlerweile hinnehme, aber wir sind, guck mal, wir sind jetzt seit ein paar Sekunden Stufe 38 und normalerweise dürfte ich mit Stufe 38 mich nicht mit diesem Menschen da anlegen, also mit diesem Ghoul. Also jemand, der vom Level her doppelt so hoch ist. Ne? Hier ein legendärer Ghoul. Und mit einem Hieb ist er weg. Das hat dann auch nichts mehr mit der Waffe zu tun. So. Kein Golfer-Ghoul. Bist du ein Golfer-Ghoul? Warst du ein Golfer-Ghoul? Man weiß es nicht. Vertrocknet Wild. Das könnten Golfer-Ghoule sein. Nein, auch nicht. Na, da hat sich das nochmal aufstehen richtig gelohnt. So, da haben wir noch eine kleine Ghoul-Gruppe. Die mischen wir nochmal auf. Gibt der XP. Na, hast du auch was dabei? Jawohl. Kein Problem. Und du hast halt auch schon wieder. Natürlich. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet. Essen und Trinken haben wir genug. Also ich sag's nochmal, wir sind auf einem Golfplatz und es gibt hier keine Golferbude. Nicht eine. Kurz auf die Karte gucken. Guck mal, jetzt sind wir ganz woanders. Irgendwo kreucht und fleucht ein Ghoul-Offizier rum. Einfach mal so als kleine Feststellung nebendurch. So, da sind noch ein paar Ghule. Was bist denn du? Dann, also. Okay. Irgendwo so ein Aggressor-Tron. Okay.
Wir kommen doch alleine klar. Jetzt. Nee, sorry, verstehe ich nicht. Diese Dinger, ne? Das wäre zu einfach gewesen, wenn die einfach in diesen Golf-Caddies da sitzen würden. Ja, nee, tut mir leid, und da waren wir schon. Ich weiß jetzt nicht, muss ich mir erst eine ID-Karte holen? Muss ich da rein? Ist das vielleicht der Fehler? Sind die da drin? Okay, pass mal auf. Es nützt nichts. Ich lese mich mal kurz schlau und dann habe ich vielleicht eine Lösung oder auch nicht. Egal. Bis gleich. Sorry für den kleinen Cut, aber bis gleich. Kurze Rückmeldung. Wie du siehst, bin ich immer noch am Golfplatz von White Spring und Quellen haben mir verraten, ich soll doch vielleicht mal den ganzen Golfplatz angucken. Problem habe ich jetzt einmal gemacht. Das ist der erste Ghoul, den ich sehe. Mein Schwert hat es leider auch schon zerlegt. Und auf dem Golfplatz soll ich dir geben, die Golfkleidung anhaben. Wir sind uns einig, er hier nicht. Ja, auch nicht. Schön, wir kriegen ein paar Haarklammern und wir kriegen ein paar Kronkorken. Ja. Aber ich sehe weder einen Ghoul, der auch nur irgendwie wie ein Golfer aussieht. Noch kommen wir hier in dieser Quest irgendwie weiter. Sind ja hier unten die Golfplätze. Das heißt, wir sind ja jetzt am ganz anderen Ende. Und auch der hat eher wenig Golfkleidung an. Ich gehe noch einfach nochmal zurück. Das kann doch nicht sein. Ah.
wenigstens haben wir das Stimpack wieder gekriegt. Er hat sich geopfert für uns anscheinend. Sorry. Ich habe gerade beschlossen, wir machen das nochmal ein bisschen anders. Ich werde jetzt nochmal zum Haupteingang reisen. Und mein Schwert reparieren. Und dann wie ein Bekloppter immer und immer und immer und immer wieder. Er hat eigentlich einen schönen Job. Und diese Golfplätze geht, bis dann irgendwann mal vielleicht auch ein Golfperscher dabei ist. Ein Traum. So, war nicht bedrohlich wirklich. Oh, das sieht schön aus. Okay. Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs und ich glaube, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Dein Niveau.